So, ich habe also jetzt ein ganzes Stück weiter gestrickt. Heißt, ich habe hier meine Abnahmen gemacht. Auf dem, ich kann es mal auch gerade anziehen, damit ihr das mal seht, wie das alles jetzt aussieht. So rum. So ist richtig. Die Löcher, die müssen wir dann noch schließen später. Na, nun, ihr seht ja schon hier, ne? Wie schön das hier aussieht. Jetzt will es nicht angezogen werden. Doch, jetzt habe ich es gleich. So. Wie gesagt, ist nicht für meine Hand. Ist ein Geschenk. Darum ist er auch, weil die Hand von dem Herrn einfach mal ja, größer, breiter ist. Ja. Aber ihr seht, der Dingen ist, also kann auch, könnte ich auch tragen. Aber ich will das nicht tragen. Das ist ja nicht für mich, ist ja nicht für meine Hand. Ne? Hier fällt schön nach innen, wie es sein muss. Ne? Gut. Ich erkläre euch das mal jetzt, was ich gemacht habe bis jetzt. Ich habe hier Handrücken. Meine Abnahmen gemacht mit zwei zusammengestrickte rechte Maschen. Hier in der Handfläche habe ich meine überzogene Abnahme gemacht. Eine abheben, die nächste stricken, die abgehobene drüber ziehen. Und jetzt habe ich hier, als ich das alles fertig hatte, meinen Keil hier, ja, da sieht man das V, den Keil. Als ich den hier oben fertig hatte, habe ich noch 5 cm, 5 bis 6 cm circa, nur rechte Maschen in Runden gestrickt. Und jetzt habe ich dann zwei links, eins rechts, Bündchenmuster, 10 cm gestrickt. Und jetzt kette ich mit euch ab. Ziehen wie immer bei mir das mal so. Habt ihr jetzt ja gesehen, ich kippe das einfach nach außen. Ziehe mir hier jetzt meine Nadel. Das war die falsche Seite. Uiuiui. Wird nochmal chaotisch hier. So. Ich ziehe mir diese Nadel bis dahin, wo ich sie brauche. Der Faden ist immer noch nicht da, wo er sein soll. Warum nicht? Ach Mensch. So. Hoffentlich jetzt. Das war die verkehrte Nadel. Die will ich haben. Genau. So. Der Faden, der muss irgendwie hier anders. So. Ich werde es aber nicht zusammen stricken, weil mir das echt zu mühsam ist. Ich klappe mir das noch mal ein bisschen weiter hier rein. Wo ist jetzt schon wieder mein Faden? Es soll heute nicht sein, ne? Irgendwie soll es heute nicht sein. So. Nehme mir jetzt hier die Nadel und gehe jetzt damit hier oben rein. Ups, mein Handy. Zieh mir den Faden durch eine und durch die von der Nadel die Masche und masche erstmal ab. Weiter geht's. Wo ist jetzt da? Genau. Und nicht verlieren, ne, eure Linie hier. Diese Linie hier nicht verlieren. Sonst werdet ihr schräg und schief und keine Ahnung. So. Hier rein, dort, da durchziehen. Durch die Masche der Nadel. Runter. Und elastisch abketten.
Und wieder. Ich ziehe mit dem Daumen noch ein bisschen nach unten. So kommen dann meine Maschen besser zur Geltung. Hoppla. So war das hier nicht geplant. Kann passieren. So. Und das macht ihr dann komplett rum. Immer so weiter. So, dann lasse ich euch mal alleine damit. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir ja, ein Loch hier von, ich zeige euch das an einem Loch, wie wir das dann machen. Ja, bis gleich. So, am Ende angekommen. Luftmasche. Bisschen höher ziehen das Ganze, aber nicht allzu viel. Den brauchen wir erstmal jetzt nicht mehr. Noch einen Knoten rein zur Absicherung. Jetzt müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen vernähen. Bisschen stramm ziehen, einmal wenden und dann hier weiter, wenn es denn gehen würde. Vernähen. So, wartet mal. Das Handy war nicht gut ausgerichtet. So. Jetzt die ganze Sache mal umgekrempelt und voilà. Da habt ihr euer schönes Bündchen. Jetzt werden wir zumindest erstmal ein Loch zusammen schließen. Zack, zack. Da ist der Faden. Hier ist der Faden. Den kann man gleich einfach mal abschneiden, weil da ist nichts, da ist kein Loch. So. Alles mal hier auf links gezogen. Wo habe ich den Faden denn hier, bitte schön? Weg. Er hat sich einfach verabschiedet. Er denkt sich jetzt auch, leck mich doch an die Füße. Nein, Quatsch, da ist er. Das war unklug.
Ich mach mal eben ohne euch weiter. Ihr seht es, so muss das bei euch auch aussehen. Ja? Hier die Fäden, die wir gleich nur verknoten. Und dann hier die Zwischenfäden. Da, wo jetzt hier noch die Lücken sind, die wir schließen müssen mit diesem Faden. Jo, da wollen wir mal schauen, dass hier kein Loch mehr entstehen kann. Einfach nur normalen Knoten rein. Und das Ganze abschneiden. Das war Streich Nummer 1. Und jetzt kommt hier dieses Zwischending, hätte ich bald gesagt. Müsst ihr hier zwischenfädeln so ein bisschen, euch den Faden holen und durch. Das will wieder nicht, merkt ihr, ne? Ja. So. Ruhig ein bisschen festziehen, das dehnen wir gleich noch ein bisschen weiter. Dann hier von der anderen Seite immer so hin und her fädeln, das Ganze. Könnte man auch ruhig noch mal so hin und her, dass man hier jedenfalls kein Loch mehr hat. Da darf einfach kein Loch mehr sein. Fertig. Ne? Da seht ihr wohl, dass das hier auch noch nicht richtig fest ist. Da gehe ich dann noch mal hin und zurück. Darum ist der Faden ja auch so lang, dass wir das bequem alles machen können. Dass wir hier keine peinlichen Situationen erleben. So, wenn der denn jetzt vernünftig vernäht ist, ist er, ihr seht es, ja, kein Loch mehr zu sehen. Dann verknoten, nochmal zur Sicherheit. Man weiß ja nie, ne? Ich mache da immer gerne Doppelknoten rein. Oh, und so verfahrt ihr dann mit den ganzen anderen Zwischenräumen, die es da noch gibt. Und dann einfach den Faden abschneiden. Fertig. Ne? Das kennt ihr jetzt ja schon. Das hier. Da sind wir so, haben wir sogar zwei Fäden. Warum weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ach, das ist ja von dem Daumen anbringen oder so. Keine Ahnung. Ich nehme einfach jetzt mal diesen Faden hier. Ne? Also hier durchstechen. Na komm. So, das sind ja auch nur kleine Zwischenräume. Die hat man ja schnell verschlossen. Behaupte ich einfach mal. Es muss natürlich noch dehnbar bleiben, ne? Das ist klar. Dann hier nochmal. Hin und her. Da nochmal. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ist so. So. Und mal anziehen. So. Schauen, ist da jetzt alles? Ne, da war es nicht. Wo war denn jetzt die Stelle? Jetzt will ich die Stelle nicht mehr wieder. Glaube ich doch gar nicht. Hä? Da. Jetzt habe ich sie wieder. Da ist noch nicht alles gut genug vernäht. Das geht nicht. Oder geschlossen, muss man so sagen. Aber ihr wisst jetzt vom Prinzip her, wie es gemacht werden soll. Jetzt ist der vorwitzige Finger wieder im Weg.
Ach Mensch. So. Nochmal hier eben gucken, ob jetzt alles verschlossen ist. Nein, es will nicht. Dann nehmen wir halt den anderen Faden. Bisschen tiefer einstechen. Einmal, zweimal. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich gleich jetzt sofort das will er auch wieder nicht. Dass ich jetzt endlich mal die Lücke verschlossen bekomme. Zack. Zack. So, jetzt schauen wir noch mal. Wenn das jetzt nicht so ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, obwohl da, ihr seht es, ne? Da müssen wir noch mal. Das ist echt hartnäckig hier, das Ding. Aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Da wieder ein Loch. Eieieiei. Was ist das hier für alles für ein Quatsch? Warum will das jetzt nicht zugehen? Echt aufpassen, dass ich durch den Finger nicht erwische, dass der nicht zugenäht ist hier. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Meine Güte. Ja, da ist schon so ein bisschen. Muss ich schon durchbrocken. Aber es ist endlich geschlossen. Das andere mache ich dann später. Jetzt schon. So. Das andere macht ihr dann alleine. Ihr wisst jetzt ja, wie es gemacht werden muss. Ja. Und dann mache ich mal jetzt so. Winke, winke. Es kommen noch ein paar Projekte. Zwei Stück kommen noch. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen bis hierher. Lasst mir ein Abo da, ein kostenloses. Lasst mir einen Kommentar da. Ja, und einen Daumen hoch. Das würde mich alles mega freuen. Bis zum nächsten Projekt.